Hallo und herzlich willkommen bei Hautnah. Mein heutiger Studiogast ist einer der bekanntesten Immobilienmakler Tirols. Seine Objekte erstrecken sich von der 5-Millionen-Villa bis zur Garçonnière. Auf was er persönlich Wert legt beim Wohnen, das wird er uns heute erzählen. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Peter Jennewein. Ich bedanke mich für die herzliche Einladung zu dieser Sendung, auch für die Vorschusslorbeeren und freue mich auf ein gemütliches und angenehmes Gespräch. Herr Jennewein, 2008 war ja die Krise im Immobilienbereich in Amerika. Hat diese Krise uns auch ein bisschen mit Ausläufern gestriffen, kann man das so sagen, in Tirol? Ja, meine persönliche Meinung ist die, wir sind an und für sich als Immobilienmakler diejenigen, die gut profitiert davon haben. Die ganzen Anlegerimmobilien werden gut gekauft, auch das hochpreisige Segment. Die mittelpreisigen Immobilien, ich sage jetzt einmal so, das Segment von 250.000 bis um die 300.000, 350.000, da sind schon Einbrüche verzeichnen, weil zum Teil diejenigen Leute, die diese Immobilie kaufen wollen, aufgrund der Restriktivität auch der Bank und an mangelnden Eigenmitteln nicht mehr so kauffähig sind. Und, aber sonst ist die Immobilienbranche sehr gut und wir verkaufen auch sehr erfolgreich unsere Immobilien. Jetzt ist ja in Tirol aus Platzgründen eben leider wenig Platz vorhanden, ist irgendwann einmal erschöpft. Das Eigenheim, ist das eigentlich noch etwas, was sich jeder Mann oder jede Frau leisten kann, wenn er will? Eigentlich gar nicht mehr, oder? Das ist ja eigentlich schon etwas Luxus. Ja, es ist richtig. Wir haben sehr viele Immobiliensuchende. Natürlich ist der Wunsch von sehr vielen Leuten eigenes Heim, eigenes Haus und so weiter. Und natürlich aufgrund unserer Topografie, aufgrund unserer Tallage haben wir begrenzte Grundstücksressourcen und dadurch entwickeln sich auch die Kaufpreise und Quadratmeterpreise der Baugrundstücke in solche Höhen und dementsprechend natürlich auch der Quadratmeter der Wohnnutzfläche, die dann schlussendlich wieder vom Käufer bezahlt werden müssen. Jetzt behaupten ja böse Zungen, dass Immobilienmakler so ein bisschen Schlitzohren sind. Was halten Sie da dagegen? Naja, da könnt ihr jetzt eine lange Geschichte erzählen. Wir versuchen korrekt und gut zu arbeiten, sind bemüht, wirklich die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Und natürlich ist oft einmal, und da muss sich der Immobilienmakler auch bei den eigenen Ohren nehmen, oft einmal gelingt es dem Immobilienmakler nicht, eine ganz klare Beauftragung in Form eines Alleinvermittlungsauftrages zu bekommen. Somit ist er gezwungen, einen schlichten Maklervertrag abzuschließen und somit ist wieder Tür und Tor geöffnet für irgendwelche Möglichkeiten vom Kunden, den Makler irgendwo zu umgehen. Und schlussendlich ist aber dann immer der Makler der Böse, auch wenn oft einmal auch die Kunden schon nicht ganz korrekt handeln. Da muss ich also schon meine Kollegen in Schutz nehmen. Natürlich, überall gibt es ein paar schwarze Schafe dabei, aber ich kann sagen, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite und für die Maklerkollegen, zu denen ich spreche, kann ich sagen, das sind alles korrekte und gute Leute und versuchen auch das Image der Immobilienmakler so darzustellen, wie unsere professionelle Arbeit sein sollte und auch unser Wunsch ist. Braucht die Immobilienbranche sozusagen ein bisschen Facelifting in diese Richtung hin? Die guten Firmen, die korrekten Makler, die einfach dementsprechende Qualität auch abliefern und den Kunden zufriedenstellen, die werden weiterhin am Markt bestehen. Mhm. Und die anderen, das ist eine Regulierung vom Markt und eine normale Selektion wird da stattfinden. Auch in der Immobilienbranche gibt es ja das nahezu nicht verkäufliche Objekt. Gibt es eine so in Ihrer Laufbahn, ein Objekt, was ziemlich schräg war oder unverkäuflich und dann doch, was Sie dann doch an den Mann oder die Frau gebracht haben? Gibt es da Beispiele? Da fällt mir ein ganz nettes Beispiel ein. Ich habe anlässlich eines Heringsschmauses von meinem Tischnachbarn sein Grundstück verkaufen sollen. Eine sogenannte Fahnenparzelle, das heißt, die Parzelle ist 200 Meter lang gewesen und 20 Meter breit. Und das war ein Streudorf im hintersten Winkel von Niederösterreich. Ich habe redlich versucht, diese Immobilie zu verkaufen über 1,5 Jahre. Nach einem halben Jahr hat sich einmal jemand gemeldet und hat gefragt, ob ich diese Immobilie noch habe und ob der Preis verhandlungsfähig wäre. Dann habe ich gemeint, nein, diese Immobilie hat eben diesen bestimmten Preis und diesen Preis werden wir auch lukrieren können. Schlussendlich über 1,5 Jahre habe ich diese Immobilie nicht kaufen können.
verkaufen können. Und nach 1,5 Jahren bekomme ich wieder einen Anruf, ob ich diese Immobilie habe. Selbstverständlich habe ich diese Immobilie. Aber ich glaube, in nächster Zeit wird sie verkauft werden. Daraufhin ist der Kaufinteressent dann sofort zu mir nach Tirol gekommen, hat dann ein Kaufangebot, ein verbindliches unterschrieben. Und dann habe ich ihn gefragt, was machen Sie mit dieser Immobilie? Da hat er gesagt, ja, wissen Sie, ich bin Rennhundezüchter und das ist ein geeignetes Objekt. Ich lasse meine Rennhunde den ganzen Tag 200 Meter hinauf und hinunter laufen. Also, und das ist der berühmte Deckel auf den Topf. Können Sie sich jetzt noch an die Wohnung erinnern, in der Sie aufgewachsen sind? Ja, natürlich, ja. Wo war das? Meine Eltern stammen an und für sich von Mühlau und von St. Nikolaus, auf gut Tirolerisch oder gut Innsbruckerisch Kreuzlacken, und sind dann 1964 anlässlich der ersten Olympiade, haben sie dann eine Wohnung im Olympischen Dorf unten bekommen. Und dort bin ich dann als Sechsjähriger aufgewachsen. Da war natürlich weit und breit die Felder und Inn. Das war ein Eldorado für junge Buben zum Baumhütten bauen und mit dem Moped umeinander fahren, dann in späterer Zeit und so weiter. Und war eine tolle Zeit, die man mehr oder weniger in der freien Natur auch genossen hat. Wir sind dann vom Olympischen Dorf auf bis hin zum Wald, Arzl und so weiter. Und das war unser Revier. Das war noch nicht so eingeschränkt durch die ganzen Straßen wie heute. Wie Sie jetzt leben, das schauen wir uns kurz an, denn wir haben Sie daheim besucht. Die Wohnung ist für mich ein Ort der Geborgenheit, ein Ort der Gemütlichkeit. Die Bilder, was ich bei mir hängen habe von meinen Hobbys, von meinen Kindern, erinnern mich an schöne Zeiten, an die Erlebnisse, was ich habe. Auch ein Ort, wo ich mal komplett entspannen kann oder auch wo ich Gäste einlade. Ich lade sehr gerne Gäste ein, wo man gemütlich beieinander sitzt. Wenn ich dann am Wochenende Zeit habe mit meinen Lieben, mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin, dann nehmen wir uns schon die Zeit, dass wir gemeinsam was kochen, gemeinsam beim Kochen plaudern. Dann, was war in der ganzen Woche, was war am Tag, sitzen uns dann gemütlich hin und das Ganze geht dann weiter in einem angenehmen Gespräch, trinken ein kurzes Glas Wein dazu. Das Kochen ist für mich, wenn man jetzt absieht von der Zeit als Junggeselle, wo man die ganze Woche Kartoffelpüree und Rührei macht, abgesehen von dieser Zeit, ist für mich das Kochen eine kommunikative Tätigkeit und auch eine schöne kulinarische Geschichte, das man gemeinsam mit Freunden machen kann oder auch Freunde, die man eingeladen hat, ihnen was Besonderes oder was Gutes zu kredenzen. Ich bin ein gewissenhafter und leidenschaftlicher Jäger und das Erlegen von einem Wild, das hört nicht auf bei dem Schuss, sondern es gehört dazu, dass man das Wild richtig versorgt, auch das Wild dann aufbereitet, küchengerecht zubereitet und dann spezielle Gusterstückeln einfach den Gästen oder der Familie präsentiert, kommunikativ dann zusammensitzt und das Ganze dann beim gemütlichen Abendessen auch genießen kann. Nach einem stressigen Tag bin ich meistens dann so müde, dass ich noch ganz schnell irgendeine Kleinigkeit esse und dann spätestens bei den ersten 3 Seiten von einem Buch schlafe ich schon weg. Ja, was auffällt, in Ihrer Wohnung sind die Trophäen. Da kommt so ein bisschen der Kinderwunsch durch, der Berufswunsch als Kind, oder? So der Jäger. Warum jagen Sie? Es ist tatsächlich so. Als junger Bursch, Kind, ob das die Daktari-Filme waren oder König Salomons Diamanten, die ganzen Afrika-Filme, haben mich dazu mal schon begeistert. Und ich habe mir immer gedacht, irgendwann möchte ich auch mal Afrika und Busch und Jagd. Und das hat mich immer schon fasziniert. Und ich habe mir nicht geglaubt, dass sich das in meinem Leben nur ausgeht, dass ich tatsächlich die Möglichkeit bekomme, in Afrika zu jagen. Wobei die Jagd und das Schießen steht nicht im Vordergrund. Gehört auch dazu. Es ist so das Ganze drumherum, das Abenteuer vielleicht. Ganz richtig. Ja. Das ist die Atmosphäre, die Stimmung, die Weite, die Sonnenuntergänge. Das ist eine Atmosphäre, das kann man nicht erzählen. Es gibt den Ausdruck, infiziert vom Bacillus africanus. Und ich bin der Meinung, es gibt, wenn jemand einmal diese Weite von Afrika und das genossen hat, ist in den meisten Fällen so, dass man das öfter wieder
macht und auch haben will. Und meine Freunde haben mir auch die Möglichkeit gegeben, weil schon schwer ist und für sich ein sehr teures Hobby, aber wenn einen die Freunde da ein bisschen die Möglichkeit geben, dann ist das schon ein leistbares Hobby. Da kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Sie gehen auf Großwild-Safaris, fahren auch luxuriöse Autos. Ist für Sie Luxus lebenswichtig? Brauchen Sie das so einen gewissen Level an Luxus? Man verbringt auch relativ viel Zeit, wobei Luxusautos möchte ich ein bisschen differenzieren. Ein Auto für schön, wo man die Familie, die Partnerin ausführen kann, auch wo man natürlich heute halt längere Fahrt macht, wo man luxuriös und vor allem auch sicher fahren kann. Und das andere ist, siehe Daktari, der Land Rover Defender, das ist ein Arbeitsgerät, wo man hinten Müll hineinwerfen kann oder Vorräder. Das ist ein Arbeitstier, ein Traktor, ein lautes. Mit dem kann man natürlich nicht weit fahren, aber für die groben Einsätze ist der sehr gut geeignet. Das sind meine zwei Luxusfahrzeuge. Okay. Könnten Sie auf Luxus auch verzichten, wenn es sein müsste? Und auf was würden Sie dann verzichten? Ich habe eine Jagd, ja. Ja? Da braucht man gar nichts, außer? Außer Gewehr, Wasser und viel Zeit. Familie ist ja auch ein großes Thema bei Ihnen. Wir haben es im Film gesehen, Ihre Lebenspartnerin, die Frau Johanna Benz, die hat ja auch ein Kind mit in die Beziehung gebracht, Sie auch zwei. Es ist so eine gewisse Patchwork-Family, kann man sagen. Funktioniert das prächtig oder gibt es da doch ein oder andere Reibereien? Kann man sagen. Es funktioniert im Großen und Ganzen. Natürlich, meine tolle Partnerin hat noch einen kleinen Sohn, der ist 10 Jahre und meine Kinder sind 16 und 18 Jahre. Und natürlich, meine Kinder sind anders aufgewachsen mit Vater. Da ist der junge Sohn von der Frau Benz, der ist wieder ein bisschen anders aufgewachsen. Und wir haben schon ein gewisses Alter und in diesen eingefahrenen Lebensweisen und so weiter hat halt jeder seine eigene Vorstellung und jeder seine eigenen Erfahrungswerte. Und trotzdem ist es eine interessante Aufgabe, eben das auf einen Nenner zu bringen und eine harmonische Patchwork-Familie auch dort rund und harmonisch funktionieren zu lassen, mit allen Wünschen von allen Beteiligten in so einer Familie. Wenn wir jetzt noch einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen, in die Zukunft der Immobilienbranche, wo wird es hingehen? Wir müssen uns vom ganzen Immobilienmaklermarkt, sage ich jetzt einmal, irgendwo abheben. Besondere Objekte, besondere Mitarbeiter, das heißt, die wirklich am Puls der Immobilie sind, die sich um die Wünsche der Kunden kümmern. Nicht nur Exposés verschicken oder global über die Wünsche und auch Themen oder Anregungen von Kunden darüber hinweg arbeiten, sondern wirklich, ich sehe uns, und das uns heißt ich und meine Mitarbeiter, als Problemlöser, als Dienstleister am Kunden. Und nur so kann man über lange Zeit dem Kunden wirklich Immobilien, die ein Grundbedürfnis sind für den Menschen, zu verkaufen, mit denen er sehr langfristig eine Freude hat. Und für das traue ich mir auch ohne weiteres ein Honorar zu verlangen. Eine gute Arbeit kann auch ein gutes Honorar kosten. Dann wünsche ich auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Für Sie noch ein kleines Geschenk, immer gedacht passend zu Ihrer Kochschürze. Eine kleine Mafia-Geschichte, ein Krimi. Für Sie alles Liebe. Danke fürs Dabeisein. Frau Walli, herzlichen Dank für dieses angenehme Gespräch und für dieses Geschenk. Gerne. Bei Ihnen darf ich mich auch recht herzlich bedanken. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, wenn es wieder heißt Hautnah. Bis dahin, alles Liebe.